Tod aus dem Wasser, eine Showtreppe mitten in Playa de Ingles, eine Neueröffnung und ein Corona-Selbsttest. Alles das seht ihr jetzt gleich. Und jetzt Gran Canaria aktuell. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria. Ja, wenn du den Kanal noch nicht gebucht hast, macht's mal hier unten drunter. Kann man einfach auf Abonnieren drücken und da passiert gar nichts. Gerne könnt ihr auch Mitglied werden, aber das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Einfach mal draufklicken, schaut's euch an. So, ich habe es ja gesagt, wir haben die Themen, die wir haben. Bevor ich damit anfange, kommen wir zu einem Thema selber. Meine Person, 4 Wochen lang Erkältung. Ich bin also jetzt schon wieder 2 Tage nicht arbeiten in der Bar. Ich habe es letzte Mal probiert am Sonntag. Wir haben Karaoke gehabt, ich habe nicht gesungen. Stimme ist weg, Stimme ist heiser. Ich kämpfe, wie ihr nämlich kennt, ihr hört. Das, was ihr gerade hört, ist nicht so schön. Habe dann selber auch einen Corona-Test gemacht. Das habe ich sogar live mir in der Nase rumgebohrt. Die Bilder werde ich jetzt nicht benutzen, aber diese waren im Livestream parallel jetzt auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Und ist jetzt auch schon 20 Minuten her. Und Freunde, hier ist das Ergebnis. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich bin negativ getestet und da bin ich schon mal heilfroh drüber. Kommt leider Gottes ist die Sensibilität einfach so, dass man momentan einfach schnell sagt, ja, komm, oh, du hast bestimmt Corona. Nein, weit gefehlt. Obwohl einige jetzt hier auch in Playa de Ingles, ihr seht es im Livestream an den Zahlen, da komme ich auch gleich zu. Es ist also von gestern zu heute etwas sehr hochgeschnellt, fast verdoppelt. Und zwar wirklich hier in der Gemeinde San Bartolomé del Tirajana. So, bevor ich aber darüber die Neueröffnung letzte Woche in der Cita und einer Wahnsinns-Showtreppe, war so mit Sicherheit nicht gewollt, aber ist sehenswert, euch zeige, kommen wir erstmal zum aktuellen Wetter. 17 Uhr und 31 Minuten habe ich die 2 Aufnahmen gemacht. Ihr kennt sie hinten raus und vorne raus aus dem Studio. Bitteschön. So, und jetzt schaut euch das mal an. 5:30, herrlich, oder? Der Pool ist natürlich schon geschlossen. Der Wind ist da und er ist einfach auch kalt. Deswegen ist die Sicht auch so schön klar. Aber das da oben ist doch herrlich, oder? So, Freunde, ich gehe mal ganz schnell nach vorne für euch. So, ihr Lieben, da hinten seht ihr die Berge. Und ihr seht sie, dass sie richtig schön klar sind. Das ist immer der Vorteil, allerdings auch der Nachteil, dann ist auch der Wind kälter. Aber dann ist halt alles so schön blau, schaut euch an. Herrlich, oder? Wohlbemerkt, mit fast Mitte November, 17.30 Uhr Ortszeit. Da hinten ist der Atlantische Ozean. Ach, meine Lieblingsbusse, Touristenbusse. Es werden Touristen gebracht oder abgeholt, eins von beiden oder beides, wie auch immer. So, dann will ich euch mal ein paar Neuigkeiten sagen. So, ihr Lieben, ja, Wetter ist schön, bisschen gewöhnungsbedürftig. An dieser Stelle wünsche ich allen Damen und Herren, die da sind, extra hier hingeflogen sind auf die Kanarischen Inseln, wünsche ich alles Liebe, alles Gute, viel Spaß bei der Winter Pride, die also eben gestern begonnen hat. Sehr, sehr großen Zuspruch hatte. Am Wochenende war also auch großes Chaos am Flughafen, wo das Gros der Damen und Herren gekommen ist. Und ich wünsche euch friedliche Pride. Ich wünsche euch spaßige Pride, keine Ahnung. Und ihr seid alle erwachsen genug. Denkt dran, dass es diesmal auch eine andere Pride ist. In diesem Sinne, viel Spaß in den nächsten Tagen. Ja, Spaß macht natürlich auch das Baden, das haben Inseln so an sich, man geht natürlich gerne baden und wir haben vor 2 Wochen einen Bericht besprochen, der Klaus Weschet und ich, dass wir, wenn ich es richtig weiß, jetzt schon 46 Todesopfer von Januar bis Oktober einschließlich 2021 zu beklagen haben. Wir reden von den Todesopfern ausschließlich durch den Atlantischen Ozean, durch Wasser und es wird immer wieder vergessen, diese Fahnen sehen grün, orange oder aber auch rot. Die sind nicht umsonst da. Und leider Gottes ist letzten Donnerstag ist wieder jemand gestorben. Und zwar unterhalb vom Centro Comercial Tropical am Strand. Und da ist mir ein Bild zugeschickt worden. Und ich habe wirklich lange überlegt, soll ich es euch zeigen oder soll ich es euch nicht zeigen? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, immer wieder hier zu sagen, Badeverbot bei Flagge rot.
Schaut euch doch einfach mal an, wie es denn aussieht, wenn Menschen gerettet werden. Es ist ein einziges Foto nur. Und ihr seht dann also einige Autos von eben Roten Kreuz, Ambulanz, Polizei und so weiter. Ihr seht aber auch die ganz nüchternen Papiersäcke oder eben Decken, wo drunter eben die Leichen sind. Und ich bin mir gar nicht mal sicher, ist es ein Mensch nur, der gestorben ist, oder sind es sogar zwei? Weil ich habe mir das Bild natürlich genauer angeguckt. Und ich glaube, es sind sogar zwei Menschen, die letzten Donnerstag verstorben sind. Ich möchte das nochmal betonen. Ich zeige das Bild jetzt nicht aus, Gafferlaune oder Sensationslust, sondern um euch wirklich ein bisschen nahe zu bringen, wie dann so etwas endet, wenn man den Atlantischen Ozean unterschätzt. Hier ist jetzt das Bild. Ist schon sehr ernüchternd dann. Ich wünsche den Familien, falls sie es sehen, ganz, ganz viel Kraft und schade, dass an einem so schönen Ort von Europa Menschen wegen doch Fehlern sterben müssen. Und manchmal ist es auch einfach nur die Kälte und der Körper ein bisschen angeschlagen und bums, kriegst du sowas wie ein Herzinfarkt, ein Schwächeanfall. Im einfachsten Sinne ein Wadenkrampf. Dann macht das Element Wasser mit dir, was es will. So, ja, das war das Foto. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. So kann es dann enden. So sieht es dann aus. Dann doch sehr sachlich unter irgendeiner Plane. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es ist natürlich in der Pandemie sehr, sehr viel umgebaut worden. Unter anderem auch eben hier im Appartamentos Aloe. Und da gibt es mehrere Treppen, um einfach in den Innenbereich und in die Geschäftszeile vom Appartamentos Aloe zu kommen. Und die letzte Treppe ist jetzt auch gebaut worden. Und so sieht sie fast fertig, weil das Geländer ist noch nicht da. So sieht sie tagsüber aus. Bitteschön. So, ihr Lieben, ich zeige es euch gerne mal jetzt von oben. Das Appartamentos Aloe hat eine neue Treppe. Das Geländer ist noch provisorisch. Und das wird genauso werden wie also das gesamte Geländer, was komplett, ihr seht es da, das Edelstahl, eben halt sich verändert hat am gesamten Appartamentos Aloe. Aber diese Treppe ist neu. Wirklich komplett neu gemacht worden, weggerissen worden. Und die hat eine Besonderheit. Es ist nämlich eine Showtreppe. Wieso, weshalb, seht ihr gleich. So, und dann will ich mal diese Treppe rauflaufen. Eine ganz normale Treppe. Alles neu gebaut. Wenn ich von hier aus runterschaue, eine ganz normale Treppe. Erwartet mal ab, was abends hier los ist. Ja, richtig, eine ganz normale Treppe. So, könnte man meinen. Aber abends sieht die ganze Geschichte anders aus. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass unser Hubert kam. Nee, so heißt er ja gar nicht. Karl Huber heißt er ja. Dass der sich schon wieder denkt, warum zeigt der so einen Käse? Vielleicht versteht der ein oder andere, vielleicht auch sogar Hubert. Hubert heißt er ja nicht, der Karl. Was an der Treppe besonders ist. Und wenn ihr Ideen habt, was wir da mal abends machen sollen, ich bin mit der Kamera dabei. Eure Ideen werden zählen. Aber das ist dann aus dem Umbau geworden. Abends. So, und wenn man hier aus dem Haus rauskommt, das ist einfach eine Treppe. Nachts sind nicht alle Katzen grau. Absolut nicht. Wenn man mal hier so hochschaut, das ganze Aloe ist beleuchtet durch die neue Showtreppe im Appartamentos Aloe. Guck mal, wir schauen mal, wie man bei dem Licht runtergeht. Das ist doch schon eine ganz andere Gehweg oder Gehart. So, ich zeige sie euch erst noch mal von oben. So, Lieben, und jetzt zeige ich euch die auch noch mal, natürlich auch noch mal von oben. Tada! Was für eine Treppe. Wenn da das richtige Geländer dran ist, hier werden Shows gefeiert demnächst. Die Mini Gay Pride geht durchs Aloe. Wow.
Ja, das mache ich total ernst. Also wenn ihr sagt, okay, wir haben da eine Idee, schreibt sie einfach mal runter, was wir mal machen sollen, eine Modenshow für einen guten Zweck, für was auch immer. Machen wir, kriegen wir hin, finde ich einfach sensationell. Ich stelle mir gerade vor, wenn am Appartement Saloy sämtliche Treppen so beleuchtet wären, das wäre schon ein Raumschiff dann. Und ja, ich fand es lustig. Ich finde es also jeden Tag, wenn ich abends da rausgehe, finde ich das einfach den Knaller, der absolute Knaller, diese beleuchtete Treppe. So, ja, ihr hört an meiner Stimme, ich habe ja auch eingangs des Videos einen eigenen Corona-Test gemacht, um das auszuschließen, dass ich nicht an Corona erkrankt bin. Also es ist einfach eine hartnäckige Bronchitis, Erkältung, was auch immer. Meine Stimme ist dadurch sehr angeschlagen, also ich selber als Person allerdings dann auch noch. Ich könnte ja jetzt noch hinzufügen, dass ich eben dann auch noch mit meinem Roller mal wieder einen Unfall gebaut habe. Ja, das ist auch wahr. Und die Mischung daraus hat mich natürlich ein bisschen gelähmt. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an meine Belegschaft von meiner Bar, die mir da wirklich mir helfen, mich unterstützen und mich auch einfach mir sagen, Martin, jetzt kurier dich endlich mal aus, das hat gar keinen Wert. Wir machen das schon, also danke an Ralf und an Markus, definitiv. Schön zu wissen, ein tolles Team zu haben. Ein tolles Team hat auch er. Leider Gottes wollte ich das ja letzte Woche Mittwoch machen, denn Mittwoch letzte Woche war die Eröffnung von Ollis Lalaba. Ja, ich würde der eine oder andere sagen, Ollis Lalaba, die kenne ich ja schon, die ist ja in der Lasandia. Das ist sie aber eben nicht mehr. Und seit dem 3. November ist sie eben umgezogen. Also der Olli mit seiner Lalaba und dem kleinen Schuhkarton. Was es ist, erzählt er euch gleich. Ich wollte das eigentlich letzte Woche machen, aber wenn auch mit einer Woche Verspätung. Dafür aber jetzt mit Stimme an dieser Stelle. Olli, herzlich willkommen bei uns im Centro Comercial Cita. Und die Tage, die jetzt einfach so waren, ich habe es gehört, ist für dich sehr erfolgreich. Es war eine gewagte Entscheidung, aber ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Du bist größer geworden, hast viel mit deinem Laden vor. Ich war sozusagen bei der Voreröffnung, dies war ja abends am Mittwoch. Und die Bilder, die jetzt da sind, sind nachmittags entstanden, wo du, Olli, eben schon mal überprüft hast, ob dann auch aus dem einen Zapfhahn das Richtige rauskommt und was halt alles so eben halt auch funktionieren muss. Und ich habe dich kurz besucht und hier ist das Video für euch. Also, noch einmal. Ollis Lalaba ist umgezogen ins Centro Comercial Cita, in die erste Etage. Ja, fragt einfach nach. Jeder sagt euch bereitwillig gerne Bescheid, wo es ist. Ihr findet ihn aber auch. Hier sind die Bilder. So, Lieben, im hinteren Teil der Lasandia gibt es eine Neueröffnung. Und ihr kennt ihn alle aus der Lalaba, den Olli. Den, wie heißt es so schön, den kleinsten Schuhkarton auf der Insel. Er ist nicht mehr in der Lasandia, sondern er ist groß und breit. Schaut es euch an. Das ist schon eine Schuhfabrik, das ist kein Karton mehr. Und ich gehe jetzt einfach mal hinein. So, ist noch ein bisschen ruhig, weil heute Abend, da geht es richtig los. Aber ich habe ihn einfach schon. Ja, Olli, grüß dich. Guten Abend, Martin. Genutzt, ganz ruhig, ich bin weit genug weg. Du kannst mal hier kurz. Du bedienst ja nicht, alles ist schön. Olli, du hast dich zu einem Schritt entschieden. Du hast der Lasandia den Rücken gekehrt und bist jetzt in der Cita. Und du kannst es jetzt nicht mehr den kleinsten Schuhkarton nennen. Definitiv. Doch. Martin, lieber Martin, da muss ich dir erklären, der kleinste Schuhkarton ist nicht der Laden. Das ist nicht der Laden, nein, das ist die Bühne. Und zwar Paulinchens Bühne. Okay. Das ist der kleinste Schuhkarton, 80 x 60 cm. Und der wird selbstverständlich auch hier wieder stehen für den Anfang. Okay. Und irgendwann wird es dann eine etwas größere Bühne werden. Der kleinste Schuhkarton, da passt Paulinchen nicht rein, aber drauf. Naja, gut, was will man machen? Ne? Naja, unabhängig von der Corona-Zeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute und du kannst also für heute Abend den Leuten sagen, was du möchtest. Sollen sie heute Abend mal vorbeikommen? Ja, du, selbstverständlich. Heute am 3.11. Ja. Selbstverständlich geht's hier ab wie Schmidts Katz und wir wollen natürlich sehen, dass wir da das Schönste draus machen. Ich würde mich freuen, wenn er kommt zur absoluten Eröffnung und dann sehen wir mal weiter, was der Tag so bringt. In diesem Sinne. Man hört im Hintergrund schon Menschen, du kennst mal. Guck mal, die sind alle so. Komm, wink mal einmal für den Olli hier. Also sind schon ein paar Menschen da. So ist nicht. Aber das können noch mehr werden. Also bis heute Abend. Tschüss, Olli. Guten Morgen zusammen. Ciao, Olli. Ciao, Martin. Danke dir.